Ja, hallo zusammen bei einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. Ja, wir haben hier keine weiteren Queste, wenn ich das richtig sehe. Wir könnten jetzt nochmal alle antexten, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt wirklich noch irgendwie Neues bekommen. Und deshalb werden wir uns auf den Weg machen zu diesen Planeten. Ich kann versuchen, für Sie mit ihm zu reden. Das ist nett, Suvi, aber ich bezweifle, dass es etwas nützt. Was denn? Ja, wir haben möglicherweise ein Problem. Ich habe einige Berechnungen durchgeführt. Massenbilanzen und dergleichen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tempest rund 70 Kilo zu schwer ist. Ich glaube, wir haben irgendetwas an Bord, das hier nicht hingehört. 70 Kilo könnten auch auf einen blinden Passagier hindeuten. Unsere internen Sensoren haben nichts entdeckt. Aber sie sind auch nicht so leistungsstark wie der Scanner eines Pathfinders. Könnten Sie sich mal umsehen? Das machen wir natürlich. Ich will ja auch wissen, wer hier noch an Bord ist. Ich werde das Schiff durchsuchen. Mal sehen, ob ich irgendwas finden kann. Okay. Dann werden wir das jetzt mal tun. Weil das interessiert mich jetzt natürlich auch, wer sich hier auf unser Schiff... Das Team ist bereit für eine Mission. Ja. Wer sich da auf unser Schiff... Achso, Moment mal eben. Map. Logbuch. Nee, da ist es nicht. Das machen wir mal aus. Nee. Verschollene Eichen. Das ist jetzt auch nicht. Okay, so. Dann schauen wir uns mal um, weil 70 Kilo und Gefahr und so muss man ja nicht haben, ne? Zeigt er uns denn eine Quest, zeigt er uns denn hier irgendwas an? Nee, tut er nicht. Okay. Kabinen auf der Tempest auf Anomalien scannen. Wann tun wir das mal? Ah, da bist du ja. Hab ich dich. Und was werden Sie jetzt, da Sie mich haben, mit mir anstellen? Ha, das muss ich mir noch überlegen. Sie haben mich unvorbereitet erwischt. Setzen Sie es auf Ihre Aufgabenliste und fragen Sie mich ruhig, falls Sie ein paar Vorschläge brauchen. Nein. Ich muss darauf achten, was ich anklicke. Ich habe hier mit ein paar Geiselproblemen zu kämpfen. Sie wollten ja nicht hören, als dieser Archon-Typ versucht hat, Sie vor einer Spritztour in das Ding zu warnen. Das war eine echte Erst-Handeln-Dann-Denken-Aktion. Was ich absolut respektiere, auch wenn sowas eher mir ähnlich sieht. Hey, spielen Sie Poker? Was? Poker. Ein Kartenspiel mit Bluffs und Einsätzen. Es ist ein uralter Maßstab dafür, wie viel Charakter, Abgezocktheit und Mut jemand besitzt. Ich dachte lange, das wäre meine Bestimmung, aber ich bin einfach nur gut darin. Wir sollten irgendwann mal spielen, aber ich warne Sie. Ich habe noch nie verloren. Nee. Sie können es bereuen, also wollen aufpassen. Sie wirklich riskieren, dass Ihre Siegesserie reißt? Ha, darauf lasse ich es ankommen. Wenn wir also mal wieder im Hafen liegen und Sie Lust haben, ich habe immer Lust. Okay, also Leute, wir müssen hier echt vorsichtig sein. Ne? Also das ist, ja, also okay. Wir scannen mal. Okay, was steht da? Lalala. Das ist ja... hilft mir nicht wirklich. Laut Daten hat nichts hier drin ein ungewöhnliches Gewicht. Natürlich nicht. Gibt es irgendein Problem? Ich hoffe nicht. Okay. Das heißt, das hätten wir jetzt, oder wie darf ich das sehen? Aha.
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich alles scannen soll. Fahr mal hoch, du blöder Fahrstuhl. Hallo? Sag ich doch. Dieser Archon ist unheimlich. Vielleicht erlauben mir die Angara ja, meine Zelte vorübergehend auf Aya aufzuschlagen. Ich nehme an, das ist ein Scherz. Der Kerl ist ein Nichts. Ja. Ich hätte sie nicht für jemanden gehalten, der vor Problemen wegläuft. Naja, wenn Sie es so ausdrücken. Alles klar. Halten Sie ihn nächstes Mal in der Leitung. Ich hätte ihm vielleicht noch das eine oder andere zu sagen. Okay. Also irgendwie ist sie ein bisschen zickig, finde ich. Darauf können Sie wetten. Aha. Man weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Jetzt müssen wir uns echt überlegen, muss ich jetzt wirklich jeden Raum hier scannen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich tue es einfach mal. Okay. Hier war nichts weiter. Das Problem ist, dass die Mission recht unklar formuliert ist, wie ich finde. Und ich von daher echt nicht weiß, was ich hier alles scannen soll. Okay, da ist also nichts weiter. Dumm-di-dumm-di-dumm. Einsatzteam ist bereit für... Ach, lass mich doch in Ruhe. Okay. Dieses Bildschirm war... Nein. Ich sage, ich hatte es heute noch dem Kaffeeonkel geschrieben, dass ich mich gerne mal mit der Taste G und... Also irgendwie... Wir gehen mal hier in die Rettungskapsel. Ich traue ihr ja echt zu, dass sie da... Die ist so durchgeknallt. Aha, so. Nein, hier nicht. Entschuldigt. So. Dann gehen wir mal hier rein. Also hier finde ich jetzt auch irgendwie nicht wirklich was. Kommen wir gar nicht rein. Lass uns nochmal die Mission angucken. Logbuch, Übergewicht. Das sagt nicht viel. So, das haben wir dann. In der Luftschleuse ist schon mal kein zusätzliches Gewicht. Schade eigentlich. Da wären wir es leicht losgeworden. Okay. Da
Das heißt, da haben wir auch alles untersucht. Ich finde es ein bisschen blöd, dass es nicht angezeigt wird. Probieren wir es mal hier. Einsatzteam ist bereit für die Mission. Leck mich. Also hier finde ich auch mal nichts. Okay. Da oben mit Sicherheit nicht. Komm, geh auf. So, da hinten ist der Maschinenraum. Den haben wir schon. Fahren wir mal runter. So, gucken wir mal hier weiter. Ups, wieder mal die falsche Taste. Yippee-yay. Ist auch nichts, was ich untersuchen kann. Aber auch wirklich so gar nicht. Ne. Hier ist auch nichts. Was ist denn hier? Ich hab's. Suvi, das zusätzliche Gewicht ist hinter dem Lagerraumschott. Dahinter? Ja, es sieht aus wie ein Fertigungs-Mac, der mit dem Rumpf verschweißt wurde. Durch den Scan der Teile wurde ein Audiolog aktiviert. Ich denke, ich weiß, was hier los ist, Ryder. Könnten Sie auf die Brücke kommen? Okay, machen wir doch glatt. Wir kommen zu dir auf die Brücke. Ist ja eh der Plan. Und wir müssen ja nicht mehr Fahrstuhl fahren. Man kann ja auch mal zu Fuß laufen. Einsatzteam ist bereit für... Ja. Das sagtest du schon mehrfach und es nervt mich mittlerweile. So, mal gucken, was Keller uns zu sagen hat. Diese verschweißten Teile, die Sie im Lagerraum gefunden haben, ich weiß, woher sie stammen. Okay. Sie gehörten Lucille Diawara, der Chefdesignerin des Schiffes. Sie hat sich während des Baus das Rückgrat gebrochen. Aber Lucille wollte ihr Schiff nicht im Stich lassen, also hat sie sich aus einem Fertigungs-Mac einen Anzug gebaut, den sie tragen konnte. Sie muss ihn mit dem Rumpf verschweißt haben, als eine Art Signatur. Okay. Nicht einmal ein gebrochenes Rückgrat konnte sie von ihrem Traum abbringen. Sam, hast du bei Lucilles Anzug nicht ein Audiolog gefunden? Kannst du es abspielen? Ein Sam hat also meine Fertigungsausrüstung gefunden. Gut gemacht. Das heißt, die Tempest gehört jetzt einem Pathfinder. Aha. Jason Barrow, Seven Raker, Matriarchin Ishara, Alec Ryder. Sie waren die Besten von uns. Ja. Mein Vater ist tot. Ja, irgendwie. Ich frage mich, wie viele der anderen Pathfinder es wohl geschafft haben. Wir werden es rausfinden. Sie werden es rausfinden. Passen Sie gut auf mein Schiff und einander auf. Was auch immer Sie in Andromeda erwartet. Sie verkörpern die Milchstraße. Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind. Und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass ich Lucilles Stimme nochmal hören würde. Die Pathfinder lagen ihr wirklich am Herzen. So sehr, dass sie ihnen ihren Anzug mitgegeben hat. Als eine Art Glücksbringer? Lucille hat ihn zu einem Teil der Tempest gemacht. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Ich kümmere mich darum, Ryder. Okay, zurück an die Arbeit.
machen wir sie stolz. Sehr schön. 29 Andromeda Lebensfähigkeitspunkte. Aber ich finde, was haben wir hier? E-Mail Terminal? Dank des Reliktspeichergeräts aus dem EOS-Gewölbe brauche ich nur noch ein spezielles Teil, also Rel-Tech-Teil, um mein Projekt abzuschließen. Mein Scanner hat das Gesuchte auf Feld geortet. Können Sie? Ja. Hallo Ryder, es heißt, Ihre Mission auf EOS sei erfolgreich verlaufen, gut gemacht. Möchten Sie von... nein, eigentlich nicht. Von Jill. Ihre Crew spielt jetzt regelmäßig Poker, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und mich vielleicht irgendwann zu schlagen. Ich wette, das war Bibis Idee. Sie haben sogar den armen Jal dazu überredet. Also, ich bräuchte mal wohl so schnell keine Gehaltserhöhung. Wie es aussieht, strömen demnächst noch jede Menge Credits in meine Richtung. Wenn ich was für Emoticons übrig hätte, wäre jetzt genauso... Ja, alles klar. Von Drag, Vetra hat mir gesagt, was mit ihrem Dad passiert ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele Leute verloren. Ich dachte mir, sie könnten ein wenig Aufmunterung brauchen oder wenigstens Ablenkung. Mir hilft das meistens. Drag hat... Von Lexi, falls es Sie interessiert. Hallo Ryder, angehängt haben Sie meine... Finden Sie meine Dissertation über Kugana, die ich erwähnt habe. Ich weiß, es sind nur 500 Seiten, aber länger durfte sie nicht sein. Wenn Sie damit durch sind, habe ich noch eine umfangreiche Version für das Citadel-Fachblatt für Medicine. Boah, ja genau, da haben wir Lust zu. Und von Lexi nochmal. Angesichts der Kreislaufbelastung in Ihrem Sportprogramm Infinite 5 bis 7 den täglich Bla-Phase. Ja, nee, ist klar. Bla. Gut, Ben. Ja, das machen wir dann. Jetzt machen wir uns auf den Weg, würde ich mal behaupten. Also, jetzt brauchen wir die Systemübersicht. Anomalie auf den Sensoren. Aha. Was ist das? Fat Room? Und was ist das? Da fliegen wir jetzt erstmal hin und erkunden den. Ich frage mich ja immer, wo der die Anomalie oder wo sie die Anomalien hernimmt. Ich sehe sie nämlich nicht. Da ist aber, glaube ich, eine drauf. Kann das sein? Ich empfange etwas. Ja. So. Sonde gestartet. Satellit entdeckt. Satelliten, ID unbekannt. Analyse, ein CAT-Satellit. Gut verborgen. Ihn dauerhaft zu deaktivieren. Ja. Kann ich den angreifen oder wie ist das? So. Ich kann den nicht angreifen. So glaube ich zumindest nicht. Ich wüsste nicht wie. Haben wir noch irgendwas? Okay, nicht wirklich. Anomalie auf den Sensoren. Jaha. Dann fliegen wir mal hier hin. Okay. Ich empfange etwas. Na dann.
ein großes Mineralienvorkommen. Ja, sehr schön. Und dann wieder zurück. Noch irgendwas? Nö, nicht so richtig. So. Anomalie geortet. Ach ja. Dann fliegen wir mal hier nach Fettwun. Keine Anomalie scheinbar. Zumindest berichtet er von keiner. Was ja erstmal grundsätzlich gut ist. So. Anomalie auf den Sensoren. Den haben wir. Das war doch der, wo wir landen wollten, dass das nicht funktioniert hat. Wir gucken uns ihn trotzdem an. La 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 la. Okay, den haben wir auch. Aber ich glaube, ich werde dieses Planeten erkunden beim nächsten Mal. So. Beim nächsten Mal nicht mit aufnehmen. Beziehungsweise ihr könnt ja gerne mal drunter schreiben, wie ihr das seht. Weil solange hier jetzt nur wirklich nichts passiert und wir eine Sonde abschießen und sowas, finde ich das alles nicht so prickelnd. Also es gehört einfach zum Spiel dazu, weil es ja nun auch ein Spiel zum Erkunden ist. So, hier ist nichts weiter. Nein. Ich verstehe auch nicht, warum wir nicht immer die voll... Ja, wo denn, mein Freund? Ist das dahinter noch einer? Nee, das ist auch nur ein Stern. Gut, aber wir sollen hier jetzt sowieso raus. So, eine Haftliche. Welt, da sollten wir doch hin. Dann tun wir das auch mal. So. Jaha. Ich erkunde jetzt nochmal die Planeten ganz kurz. Weil das waren jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so viele. Oh, hier ist eine Anomalie. Definitiv. Habe ich eben schon gesehen. Anomalie auf den Sensoren. Da. Okay. Ja, sehr schön. Da gab es jetzt ein bisschen, naja, halt irgendwie Metalle etc. Ja, ja, ich weiß. Danach Divitos.
Anomalie auf den Sensoren. Wo denn? Da. Schicke Sonde aus. Ich habe etwas gefunden. Okay, einen Sturm gefunden, na siehst du wohl. Anomalie geortet. Ja, super. Da ist ja der komische Planet, wo wir den Widerstand treffen sollen. Okay, packt zusammen, Leute. Ich bleibe auf meinem schönen warmen Schiff. Okay. Ja. So, mal gucken. Was haben wir denn hier stattdessen? Ach, Schwachsinn. Präzisionsgewehr. Zurück. Aha, zurück. So. Das passt. Okay. Okay. Behalten wir auch. Das ist mal ziemlich egal. Okay. So, wie nehmen wir denn mit? Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall Jarl mit. Und wir nehmen mal Peewee mit. Sagen Auswahl bestätigen. Bringen Sie uns runter, Kello. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Habitat 6 getauft. Den ursprünglichen Scans zufolge hatte er eine atembare, stickstoffreiche Atmosphäre und Meere voller Wasser. Ich schätze mal, das ist nicht länger der Fall. Jegliches H2O auf Habitat 6, das die Angara als Vault bezeichnen, ist Eis. Und die Meere sind komplett zugefroren. So viel zu meinem Traum von einem Haus. Es wird kühl. Was geht jetzt? Ein Eisplanet. Das ist ein ziemlich heftiger Schneesturm. LZ ist auf der Windseite des Berges. Bedingungen schlecht. Ich registriere Orkanböen. Nicht nur Schnee, auch noch windig. Na super, da macht es ja richtig Spaß auszusteigen. Sicher? Sollen wir vielleicht aussteigen und schieben? Sehr witzig, Ryan. Ich glaube, er ist da recht humorlos, wenn es um sein Schiff geht. Aber gut, das soll ja nicht unser Problem sein. Ja, super. Alles klar. Jetzt lasst uns mal, was ist das denn hier alles? Was? Aha. Okay. Dann sollten wir das hier mal machen. Haben wir hier auch Marco? Suvi hatte recht, was die Kälte angeht.
Ach du Schande. Ich möchte ganz gerne einen Marco haben. Wäre das im Bereich des Möglichen? Nett ist das hier jetzt gerade mal nicht, ne? Okay. Dann müssen wir wohl dahin. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier so treibe. Wenn man nicht wüsste, dass hier was ist, man käme nicht darauf, dass hier was ist. Ja, da. Weiter, Ryder. Machen Sie keine plötzlichen Bewegungen. Sie werden wahrscheinlich beobachtet. Na dann. Wenigstens werden wir gewarnt. Das ist doch schon ein Lichtblick. Ach, scheiße. Ja gut, das war dumm. Alter, wir brauchen eine Höhle oder so. Wir sollten uns da echt beeilen, sonst ist das hier ganz, ganz schnell vorbei. Hallo? Hallo? Könntest du mal... Ey, sag mal, was ist denn hier los? Irgendwas ist hier scheiße. Ein Strahler. Boah. Kurz aufwärmen. Mir war noch nie so kalt. Ja, bitte, dann tu das auch. Nach unserer Ankunft müssen wir mit Commander Enyek reden. Okay. Jetzt die Frage, was hier die richtige Richtung ist. Aha. Müssen wir nach unten oder was soll das jetzt hier? Ja, Moment mal, ich muss mich mal eben hier orientieren. Und das kann man besser da tun, wo man aufgewärmt wird. Wobei, ich sehe gerade, es ist wieder Zeit, eine kleine Folgenpause einzulegen. Ja, ich schaue mich da um, wie wir da hinkommen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und lasst es euch gut gehen. Bis bald dann mal. Tschüss. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got this way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Oh! Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Wir suchen, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human. I'm only human, after all, don't put the blame on me. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschen.